Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von C1GP, Freunde. Und zwar haben wir in der letzten Folge, und zwar hier, aufgehört, weil ich nicht wusste, wie ich weitermachen soll. Und ich habe gedacht, oder gesagt, ich werde schauen, wie ich neue Events freischalte oder neue Gegner. Und ja, konnte ich leider nichts zu finden. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen heute in den Tag einfach nur mit einem Training. Also wir skippen den Tag sozusagen. Und... Boah, jetzt haben wir nächsten Tag, Red. Das ist natürlich sehr scheiße. Da haben wir jetzt hier irgendwo noch einen neuen Gegner. Oh, da ist ein neuer Gegner. Dürfte aber bestimmt ein Wanderer sein. Und wie sieht's hier aus? Oh, Drift. Shit. Okay, wir probieren's mal mit dem Civic. Wie das Driften mit dem Civic ist oder wie das Ganze funktioniert mit einem front angetriebenen Fahrzeug jetzt hier. In dem Fall. Ei, das kann ja was werden. Jawohl, gegen den Van. Das kann ja echt lustig werden. Genesis R Leader. Funktioniert das Driften jetzt hier mit einem front angetriebenen Fahrzeug? Überrasch mich. Ah ja, okay. Also man muss sich das ja auch mal anschauen, ne? Deswegen machen wir das jetzt hier auch an der Stelle. Zum Glück ist es auch gerade am Regnen oder nass allgemein. Das macht es halt für uns vielleicht wahrscheinlich ein bisschen leichter, hoffe ich zumindest. Oh Gott! Sagt er und hat erst 15.000 von 84.000 Punkten. Aber gut, wir haben nur 7 Sektoren. Komm! Ja, 1.000 Punkte Bonus. Echt wildes Ding hier. Aber mit Regenreifen oder mit den Reifen bei Regen mit dem Frontriegler ist scheinbar gar nicht so verkehrt. Nein, nicht. Ach man. Ich kann sagen, nicht über die Linie drüber. Ja, okay, mit den nächsten 5 Sektoren muss ich auf jeden Fall zusehen, dass ich mich da ein bisschen zusammenreiße. Ansonsten wird das nichts. Zwei Runden einfach. Krass. Ja, Kacke. Aber egal. Ich musste das irgendwie machen. Damit ich mal wenigstens an die Hälfte der Punkte rankomme. Ey! Das ist doch nicht cool. Also teilweise kann man auch nichts machen. Warum auch immer. Man ist dann einfach machtlos dem Fahrzeug ausgeliefert oder der Physik. Hä, warum Stop Judgment? Weil ich über dem Scheitelpunkt war oder was? Okay, das wird nichts. Soll ich jetzt in zwei Sektoren einfach mal 40.000 Punkte machen? Kann ich eigentlich direkt aufgeben. Komm, retire. Das wird nichts. Aber wir werden ihn wahrscheinlich dann in irgendeinem anderen Event antreffen. Das ist ja der Sinn und Zweck von diesen drei Eventarten, sage ich mal, dass man, wenn man den einen jetzt beim Driften nicht schlagen kann, weil man Frontriegler hat, dass man den halt in einem anderen Event schlagen kann. Ich denke mal, das ist eher das Prinzip vom Spiel. Ich hoffe es zumindest, dass es so ist. SP, ja. Weißt du? Auf Suzuka, ja, aber diesmal nicht bei DP, sondern SP. Umso besser.
So. Die machen wir sowas von nackig. Ey, was ist denn das für eine Scheißaktion, Alter? Drecksack. Richtiger Drecksack, der ist. Frech. Mehr fällt mir dazu ehrlicherweise nicht ein. Egal, solange ich den jetzt hier kalt mache, juckt mich nicht. Boah, okay, das war gerade ein bisschen viel Downforce mit untersteuern. Jawoll. Wollen wir vielleicht noch ein, zwei Gegner mitnehmen? Wobei. Ach nee, komm. Gucken mal, was jetzt passiert oder ob das hier irgendwie was passiert. Dass wir jetzt hier mal irgendwie weiterkommen im Spiel. Master appears at TI Circuit Ida. Okay. Master. Oh, DP aber. Shit. Okay, da müssen wir wechseln. Garage. Car Change. Ja, was nehme ich? Die S15 zum Driften oder der 180SX? Komm, ich nehme die 180SX nochmal. Ich will nochmal kurz gucken, wie die sich verhält beim Driften. Machen wir hier einen Safe State einfach. Sicher ist sicher. Yo, Takumi! Allmächtiger ist jetzt nicht wirklich da. Lightning Shift Takuya. Naja, okay. Boah, wie viele Punkte macht der? Oder wie viele Punkte muss ich machen, um den zu schlagen? Ich stand jetzt nicht da. Ah, okay, hier. 72.000. Ja, sollte ich eigentlich schaffen. Also ich hoffe zumindest, wenn ich jetzt hier mit der 180SX zurechtkomme. Geil, Alter. Einfach Takumi. Na egal. So. Ah! Alter. Ja, okay, ich verstehe halt immer noch nicht, was man machen muss, um das Fahrzeug abzufangen. Da gibt es irgendwie für mich noch keine logische Möglichkeit, sag ich mal. Was man da so machen soll. Es gibt ja keinen Klatsch oder sowas, also womit man die Kupplung flitschen lassen kann. Deswegen keine Ahnung. Oh, der war schön. Der war richtig schön. Ja, wobei, jetzt muss ich sagen, nachdem ich in der letzten Folge die S15 gedriftet bin, natürlich auch bei Regen nur, größtenteils glaube ich, ist der 180SX im Trockenen doch schon besser mit dem Setup, was wir da uns auf Discord geholt haben. Also ganz verkehrt ist es nicht. Hat schon seine Berechtigung, dass das unser Driftfahrzeug ist. Auch wenn die S15 von Haus aus sehr gerne selber schon driftet.
Ey, komm. Mach gerade, Junge. Oh Gott. Ja, das ist halt das Ding, das meine ich. Man kann hier halt nichts machen. Man muss es einfach über sich ergehen lassen. Naja. Aber Takumi haben wir geschlagen. Mal gucken, was gleich passieren wird. Obtained A-Class License. Okay. Next Battlefield. Okay, nächste Stage scheinbar. Endlich. Kutoku Circuit. Geil. Outer Circular. Nico. Oh, geil. Bin ich auch schon lange nicht mehr drauf gewesen in irgendeinem Spiel auf Nico. Ja, Mann, der ist einfach Ken Nemuras ER34 gewesen. Suzuka. Ey, was ist denn da? Was ist denn da passiert mit dem RX-8 gerade? Mit dem Radstand? Ich glaube, das war noch irgendwie ein ganz früher Beta-Bild, der da abgefilmt worden ist. Welcome to this racing paradise. There are so many strong opponents here. Na, dann schauen wir mal. Okay, das hat mich jetzt heiß gemacht. Congratulations, you can now practice in Field 3 events. Defeat your rank A rivals from Field 1 to 3. Defeat the rank A master of every field to unlock the rights to the C1 GP challenge. Muss ich mir mal abfotografieren, damit ich das auch checke. Oder beim nächsten Mal weiß. Okay, es ist wet. Natürlich. Es ist wet. Ich glaube, das Fahrzeug können wir jetzt kaufen, oder? Warte mal. Informations. New lineup. Warte mal. Okay, das kann man jetzt hier nicht sehen. Ach nein. Wir gucken, ob ich den AE86 kaufen kann von Takumi. New Car Dealer. Custom. Udon Custom. Ja, Mann. Aber. Ganz komische Felgen. Warum auch immer. Und war das Livery in echt? Also in dem Anime auch nur auf der einen Seite? Weiß ich jetzt gar nicht, aber egal. So, lass mal schauen. Field 3, Rank A. Okay, okay. So, was geht ab? Alles neue Gegner. Aber wir wollen ja natürlich direkt hier mal reinschneiden. Machen wir auf Suzuka einfach gleich ein Drift-Event. Ah, ja, wobei bei Regen. Ne, da nehme ich lieber ehrlicherweise den Civic wieder. Und wir fahren mit dem im Regen, weil das hat ja anscheinend ganz gut geklappt, mit Regen beim oder mit dem Civic im Regen zu fahren. Zumindest beim Drift-Event. Da fuhr das Fahrzeug echt sehr stabil. Deswegen, ja, machen wir hier direkt weiter. Machen direkt RP hier, oder? Wenn schon, denn schon. Oh, wilde Gegner. X7 mit sehr krassen Scheinwerfern. Dann eine Supra, S14 und ein R32, der auch wild aussieht. Nice! Ja, okay, das freut mich gerade richtig, dass wir endlich vorangekommen sind wieder. Nachtrennen. Wow. Ich muss immer noch die Anzeigen hier einbauen.
eine Runde, aber okay, das wird eine große Runde sein, deswegen. Oh ja, ich weiß, wo wir sind. Muss ich hier noch irgendwie vorbeikommen? Kann man dieses irgendwie deaktivieren? Rival, nee. Map Heading, noch, nee. So. Ich glaube, das ist nicht. Diese ganzen Namen hier auf dem Bildschirm, die nehmen so viel Sicht ein gerade. Ich habe hier keinen Platz zum Durchkommen. Oh. Die Sau, Alter. Boah, vorsichtig. Ah! Scheiße. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es einfach. Aber egal. Oh, Jump. Oh Leute, ich kämpfe gerade mit dem Niesen. Ich denke jedes Mal gleich, jetzt ist es soweit. Deswegen rede ich gerade nicht so viel. Aber es kommt als nicht. Boah. Aber was ich sagen will, ist auf jeden Fall, dass ich mich freue, wenn wir wieder Tokyo Stream Racer spielen. Also Zero als nächstes. Und wir hier wieder unterwegs sein werden. Ich vermisse es schon komplett. Das ist unnormal. Richtig Heimweh sozusagen. Aber okay. Das Spiel hier soll ja nicht so lang sein, deswegen mal schauen, wie lange wir dafür oder wie viele Folgen wir dafür brauchen werden. Ich werde es natürlich nicht auf 100% spielen, weil hier, da gibt es noch keine Guides und keiner hat so richtig gecheckt, wie das Spiel funktioniert. Also keiner von den aktuellen Leuten, die das Spiel jetzt erst spielen, seitdem es auf Englisch gepatcht worden ist. Die Japaner natürlich, aber ja, da findest du jetzt nicht so viele Informationen, was man hier eigentlich groß und artig machen muss, um 100% zu erreichen. Oder was Voraussetzungen sind, allgemein hier irgendwie voranzukommen. Es war scheinbar ein sehr experimentelles Spiel von Genki. Deswegen kam da nie ein weiterer Teil raus. Leider. Aber okay. Es macht trotzdem sehr viel Spaß. Es ist sehr eigen. Es ist mal was anderes. Und gefällt mir auch wirklich, wenn ich ein bisschen mehr verstehen würde, was man hier großartig macht. Und ich kann mir schon vorstellen, wie es war damals für die Leute, die das Spiel auf Japanisch gespielt haben mit einem englischen Translator. Also es gibt so einen Guide, wo halt jedes oder jeder Menüpunkt erklärt wird, was der bedeutet. Und wenn man das Spiel so nachspielt, oh, dann gute Nacht, Alter. Dann wirklich gute Nacht. Du wirst ja niemals fertig. Oder allgemein, also für mich wäre der Spielspaß dann so krass gedämpft, dass ich überhaupt nicht zurechtkommen würde. Ja, Rufbase wegen Cooling. Wir dürfen aber auch schon bald eigentlich im Ziel sein. Und 80 RP noch, das ist noch, okay. Denke ich mal. Ich vermisse es einfach so sehr, hier zu sein. Es klingt so komisch, aber es ist wirklich so. Vorsicht, Rüdiger, Vorsicht. Ich kann jetzt einfach mal reinboosten. Wir sind ja jetzt eben Ziel. Da ist er, der Sieg. So, haben wir das erste
große Event fertig gemacht. Okay, ich muss mal kurz pausieren, wir sehen uns gleich wieder. Oder ihr seht es einfach direkt jetzt im Anschluss. Okay, weiter geht's. Wir machen mit den nächsten Rennen weiter. Warte mal, was mir gerade einfällt. Aber boy, hier sind jetzt, glaube ich, auch alles neue Gegner. Ja, ja, okay. Wir machen jetzt einfach auch direkt hier weiter. Also wir nehmen einfach überall alles mit, so gut es geht. 8 Runden? What? Aber doch nicht. Ein 8-Runden-Rennen. Meinen die das ernst? Okay. Na gut. Klar, Suzuka ist jetzt... Ja, Suzuka sehe ich schon. Mein Gott, Alter. Jetzt komme ich hier gerade gar nicht mehr zurecht. Ach, sag schon. Ich weiß gerade nicht, wie der Track heißt. Ist jetzt nicht so groß. Sollte schnell gehen. Aber Leute, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Suzuka kam. Wahrscheinlich, weil wir jetzt in der letzten Folge öfters auf Suzuka unterwegs waren. Das liegt mir auf der Zunge. Mein Gott. Wenn ich gleich drauf komme, dann schaffe ich es noch. Ansonsten Schande über mein Haupt, dass ich den Namen gerade vergessen habe. Aber er liegt mir halt so auf der Zunge, dass ich überhaupt nicht drauf komme gerade. Boah, ist er rausgefahren? Ne, aber fast. Zu Kuba, ja, mein Gott, Alter. Okay, zu Kuba lag mir gerade nicht auf der Zunge. Ich wollte, also ich weiß nicht, was mir auf der Zunge lag, sonst hätte ich es ja gewusst. Wobei doch. Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall Blamage für mich. Jo, fährt einfach raus. Auf die Wiese. Ups. Da bin ich mal gespannt, nach welcher Runde wir in die Box müssen. Oder ab wann er dann sagt Overheating. Ciao, ne? Song, Alter. Der ist auch geil. Du genießt jetzt einfach so ein bisschen den Song, mein fahrerisches Können und wir sind erst in der dritten Runde. Alter. Okay, das war krass geshortcuttet. Wobei eigentlich nicht so krass, aber trotzdem. Ja, mach mal, ich überhole hier gleich. Boah! Guck mal, was der macht. Irgendwie gefällt mir die Farbe nicht so. Also das ist nicht das Civic Gelb oder Honda Gelb, was ich so kenne. Das sieht irgendwie... Oh Gott, hier geht schon los mit der Kühlung. Das sieht für mich irgendwie so ein bisschen aus nach ausgeblichener Banane. Also ich glaube, da muss die Intensität ein bisschen höher gestellt werden, damit der Farbton authentisch ist. Das sieht ein bisschen sehr ausgeblichen aus, so als ob das Fahrzeug irgendwie 5 Jahre in der Sonne stand. Frage ist jetzt, was mache ich? Fahre ich in die Box oder versuche ich das hier so mitzumachen? Oh Gott, ich wurde gerade abgelenkt. Habe ich gerade auf meine Uhr geguckt.
ich riskiere es einfach. Machen wir hier ein Safe State. Und dann schauen wir mal, ob wir... Aber ich mache gleich lieber ein Safe State. Kurz vor Boxen, Ein- und Ausfahrt. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Ob wir das versuchen durchzuziehen oder in die Boxen müssen. Das würde mich ja jetzt mal wirklich stark interessieren, ob die Gegner auch natürlich Probleme mit ihrem Fahrzeug haben werden mit der Zeit. Oder ob ich einfach nur der Einzige dann hier bin, der dann in die Boxen muss, weil er sein Fahrzeug überhitzt hat oder so. Oh Gott. Okay, die Reifen geben auch schon langsam auf. Das merkt man schon. Das merkt man richtig. Die sind zwar noch nicht rot, aber die sind schon weiß. Und ich merke halt, dass die nicht mehr so viel Grip aufbauen, um das Untersteuern zu verhindern. Aber es geht eigentlich noch. Hier wieder ein Safe State machen. Oh, ich schaffe sogar fast unter eine Minute zu kommen. Wer unter eine Minute auf Tsukuba als Privatperson es schafft, der gehört auf jeden Fall zu den Besten. Und Tsukuba und den Time Attack gibt es ja sehr, sehr viele Geschichten und Erfolgsstories. Da habe ich auch letztens erst zwei so kurz Dokus gesehen. Richtig, richtig geil. Also was dahinter steckt hinter Tsukuba, das wusste ich gar nicht. Mit dem Time Attack, dass das so, so krass ist da drüben. Aber ich finde, das finde ich schon, fand ich schon immer geil, aber ich habe noch nie so richtig herausgefunden, wo denn so die heftigen Time Attack Events immer gehen, aber meistens fühlt jedes zweite Wochenende auf Tsukuba. Und dann so große Events einmal im Jahr, also richtig große Time Attack Events einmal im Jahr. Oder zweimal im Jahr, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr so genau. So, wirklich nur Kanäle, auch von Tsukuba. Der Kanal heißt sogar, glaube ich, Attack. Ah, keine Ahnung. Ich guck mal, dass ich das euch hier markiere und ja, euch einfach verlinke oben rechts in der Infokarte. Versucht dran zu denken. Ansonsten müsst ihr mich doch mal darauf hinweisen in den Kommentaren, dass ich euch das verlinke. Wie der Kanal heißt von Tsukuba. Für die Time Attacks, da gibt es von jedem Fahrzeug ein eigenes Video sozusagen, was da fährt. Manche halt wirklich nur 2-3 Minuten, wo der halt ein paar Runden fährt. Manche dann auch wirklich länger. Und es gibt noch einen anderen Kanal, wo es auch so um Time Attack geht in Japan. Werde ich euch auch versuchen zu verlinken. So, da fahren wir jetzt ins Ziel. Wir haben sogar fast schon überrundet. Was? Jawoll, ihr schafft. Geil, geil, geil. Das ging richtig ab jetzt hier. 8 Runden ist auch schon. Also nicht fordernd, aber ist schon ein bisschen Zeit, die da ins Land vergeht. Ja, was ist eigentlich? Gibt es keine neuen Teile mehr, die wir freischalten, großartig? Ist 5 wirklich Ende? Aber Abgasanlage muss doch bestimmt noch was gehen. Ein Cooling System. Also das ist natürlich dann wiederum ein bisschen schade. Aber warte mal, was ich noch gucken wollte, vielleicht ich dachte vielleicht auf bösen Blick wechsel, aber nee, ich finde die schwarzen oder die geschwärzten Scheinwerfer auch schon geiler.
Aber gelb machen wir. Gelbe Scheinwerfer. Oder gelbes Licht. Nee. Leider, leider nicht. Ah, hier. Aber warte. Gorgs. Water. Können wir machen, was ausgefallen ist. HKS. So, das ist Wasser. Jetzt irgendwie skalieren kann ich nicht, ne? Oh, das können wir deaktivieren, okay. So, dann... All in one? Na egal. Öl. Öl machen wir drüben. Ich hoffe, ich kann die beiden unterscheiden dann. Aber gut. License Plate. Ah, wollte ich ja. Lass ich einfach so drauf. Body Paint. Nee, das wollte ich nicht. Verdammt, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Die Menüs waren so tricky hier. End, ja. Oh Gott. Hä? Ah, okay, so. Hä, wie komme ich da rüber? Ah. Check's nicht, Alter. Color Change, so, okay. Wir können von dem Käfig die Farbe ändern. Ah. Oh Gott. Wobei, das war schon eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, das ist schon eher so die Farbe, die ich mir vorgestellt habe. Die ist schon ein bisschen besser. Okay. So. Was haben wir hier noch? Ja, das dürfte ein Boss sein oder sowas, ne? So. Aber der AI-86, den bin ich doch schon tausendmal gefahren, oder nicht? Check's nicht so ganz. Aber na gut. Wanderer. Racing Guy. Na, mal gucken, ob ich auf dem Ding überhaupt was ablesen kann, auf den beiden Anzeigen. Also eher schwierig. Ja, die Farbe ist schon besser. Also es geht schon mehr in Banane und weniger in ausgeblichen. Wow, wow, wow. Kollege, Kollege. Also ich muss hier viel vom Gas gehen in den Kurven. Wegen Untersteuern. Oder wegen halt so viel Downforce, dass wir nicht mehr so gut lenken können. Nicht schlimm. Und den da vorne haben wir ja eh schon mal besiegt, deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn der sogar gewinnen würde, glaube ich. Noch ein bisschen aufholen können wir ja trotzdem mal. Trotzdem sehr flott, Alter. Wow. Macht doch keinen Fehler, die Sau.
Oh Gott. Ich glaube, ich muss da andere Tacos kaufen, also nicht AKS. Ich hab schön, dass es rot leuchtet. Aber sagt mir halt gar nichts. Ab wann hier was anfängt. So eine Markierung, wo der rote Bereich anfängt, das wäre halt cool. Aber bei dem Tacho hier, oder bei der Anzeige, findest du das nicht. Aber ich krieg den halt wirklich nicht. Lassen das nämlich dann doch nicht so gut. Wir haben noch ein gutes Stück zu fahren. Wir sind gerade mal bei der Hälfte ungefähr. Die Karre ist schon hier am Kochen. Alter, links ist schon komplett auf Anschlag fast, oder? Da ist schon auf Anschlag. War natürlich jetzt nicht so geplant, aber... Oh nein, er ist vorbeigekommen wieder. Das kann nicht sein. Ey! Auf mich anzuschieben, Junge. Junge! Jetzt will er mich hier ausbremsen. Ich würde mich in meiner Ehre gekränkt fühlen, wenn ich es nicht schaffe, ins Ziel vor ihm zu kommen. Scheiße! Nein! Die Sau, Alter, die gewinnt auch noch. Battle finished. Ach, naja, zweiter. Immerhin. Aber es zählt. Das Endergebnis zählt, dass ich den, den ich noch nicht geschlagen hatte, geschlagen habe. Das ist das Wichtigste. Alright. So. Hier haben wir schon wieder komplett neue Gegner, aber gut, wir sind ja auch im nächsten... sage ich mal, im nächsten Bereich. Wir machen jetzt hier weiter. RP auf Suzuka. Schauen wir mal, ob wir da mithalten können mit unserem Fahrzeug. Was haben wir denn hier? S2000, CRX, Accord und Type R Civic. Na gut. Gucken wir mal. Ein Honda-Rennen hier gerade, merke ich, ne? Let's check. Zwei Runden. Ah, das geht aber. Hier in so einen Flow reinzukommen ist nicht gerade leicht, vor allem weil das Ding hier noch sticky Reifen hat, aber ja, noch. Ich wollte gerade schon rechts abbiegen, Alter, weil ich so gewohnt bin. Aber nee. Boah! Kollege, was machen Sachen? Gas, Junge. Wheelspin die ganze Zeit. Also so leichter Wheelspin immer. Boah.
Nein. Aber die haben keine Chance. Absolut keine Chance. Hier links leuchtet schon. Rot. Die linke Anzeige. Da ist die rote Lampe schon angegangen. Oh nein, was mache ich da, Alter? Ich habe mich komplett irritieren lassen. Scheiße. Weil ich zu sehr auf diese Temperaturanzeigen schaue. Nein, keine Pit Road. Da habe ich nur ganz leicht gekattert scheinbar. Bremsen. Sekunden Vorsprung zum Zweitplatzierten. Oh Gott, nein, das war kacke. Ich dachte vielleicht, dass ich jetzt hier rauskomme, aber die Wiese hat mich gerade richtig aufgesaugt oder mein Reifen. Ah, Caution Cooling, ja, ja. Aber jetzt sind beide Anzeigen rot und er sagt mir Caution Cooling. Aber die eine Anzeige ist immer noch blau. Obwohl beide rot leuchten, das verstehe ich gar nicht. Aber ist vielleicht diese Warnhinweis Caution Cooling vielleicht nur für Öl und Wasser nicht. Die ich halt gekauft habe, die ich sozusagen in meinem Inventar habe. Konnte ich ja mir auf Super Auto Bags kaufen. Ansonsten keine Ahnung. So, gleich sind wir am Ziel. Diesmal darf ich nicht Kurve verkacken. Also, ich darf sie schon, aber wäre cool, wenn ich es diesmal ordentlich packe. Oh Gott, nicht die Kurve, sondern... Oh, Alter, da wird man direkt ausgebremst, wenn man über das Grüne hinausfährt. Nein, die Kurve hier. Ah! Ja, okay. Auch nicht Schiss gekriegt. Nix Pitch Road, Junge. Nitro. Bam. Hammer. Wir haben's. Und zeigt ihr mir irgendwas Besonderes an? Nö. Okay, wet. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit dieser Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr Interesse habt, wie es weitergeht, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Darüber würde ich mich sehr freuen und würde mir auch ungemein weiterhelfen. Aber ja, bis dahin, Leute. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und ciao.